Der Roland Heim kennt man vor allem als Solothurner CVP-Regierungsrat. Und trotz dem stressigen Job hat der passionierte Liedermacher pünktlich auf seinen 60. Geburtstag eine CD aufgenommen. Wie die tönt und was die Mitarbeiter vom Regierungsrat darüber denken, weiss Christoph Gerber. Wo Gott eine Pause braucht, nach dem Erschaffen von der Erde. Weil so Schöpfungstätigkeiten können ermüdend werden. Das hat kein anderer Kanton. Ein Regierungsrat, der Liedermacher ist. Im Tagtäglich vor seiner Wahl vor 2 Jahren hat Roland Heim bei uns schon mal live eine Kostprobe gegeben. Aber er ist jetzt nach über 40 Jahren singen und rechtzeitig zu seinem 60. Geburtstag gibt er seine erste CD raus. Ich bin jetzt gespannt, wie es Echo ist. Klar ist es nicht, ich bin nicht ein Profi. Und ich bin nach wie vor ein Hobbyliedermacher, aber ich habe wirklich Freude, dass es geklappt hat. Und so kann Roland Heim jetzt seinen Mitarbeiterinnen, die er noch nie gehört hat, singen, stolz seine CD abspielen. Neben Chansons und Balladen hat es sogar einen Rap getroffen. Vom Richter wählen lassen, ist alles offen, jeder hat eine Chance. Bis auf 2, die werden sicher nicht gewählt, die sind vor SVP. Das ist Politik, 1-7-mal. Also ich habe es sehr gut gefunden, es hat Spass gemacht und natürlich auch der Rap, der war wirklich sehr lustig gewesen. Ja, es hat mich auch schön gedacht, also ich habe es auch noch nicht so vorstellen, aber mal, es war gut. Schon hat Roland Heim also 2 neue Fans. Seine Lieder sind manchmal frech und lustig, etwas, das man nicht gerade von einem Landamme und Finanzdirektor würde erwarten. Es sind wirklich die Lieder so, wie ich sie gesungen habe. Schon immer. Also ich habe jetzt nicht nachträglich Zeug abgeändert, weil ich jetzt Regierungsrat bin und sage, ja, jetzt kann man das nicht machen. Ein Nachteil hat sein neuer Job aber, weil er nicht mehr Lehrer, sondern Berufspolitiker ist, fehlt ihm Zeit, um neue Lieder zu schreiben. Ideen habe ich schon. Ich erlebe ja viel jetzt auch in meinem Amt, was mir manchmal dunkelt, das wäre jetzt eigentlich noch lustig, wenn wir doch ein Lied darüber schreiben könnten. Ich sage es auch manchmal, ich könnte eigentlich ein Lied davon singen, wenn man über ein Problem redet. Aber leider ist wirklich die zeitliche Komponente, dass man nicht mehr längt, um Lieder zu machen und auch nicht zum Auftreten. Dafür gibt es ja jetzt CD und auch auf iTunes kann man die Chance so abladen. Gleich denkt Roland Heim nicht, dass er mit den Einnahmen wir können Solothurner Staatsfinanzen sanieren. Aha, sei der und seufzt gleich, jetzt ist der Fall ganz klar. Das ist jetzt das besondere Völkli aus dem Städtli an der Aar.